Wir alle kennen die Situation. Wir stehen am Ufer und der Hecht raubt genau da, wo wir nicht hinkommen. Aber zum Glück gibt es sogenannte Bellyboote. Mit den aufblasbaren Gefährten können wir direkt zum Hotspot paddeln. Das Versprechen der Hersteller: Wir sind schnell, wir sind mobil und wir fangen die Fische, an die wir sonst nicht drankommen. Was aber taugen die Bellyboote wirklich? Wie bequem sind sie? Welches Zubehör gibt es und wie weit kommen wir mit den Bellybooten? Wir haben 5 Modelle für euch getestet. Das ZEK Bellycat kommt mit üppiger Ausstattung daher. Ruten, Echolot und Geberstangenhalterung sind im Lieferumfang enthalten, genauso wie ein Heckspiegel für die Montage eines E-Motors sowie Ruder. Das hat seinen Preis. Mit 479 Euro ist das Bellycat das teuerste Boot im Test. Das Unicat Xtreme hat eine Tragkraft von 200 Kilo. Verstärkter PVC soll es besonders haltbar machen. Wie der Name sagt, wurde es, wie das ZEK Bellycat, zum Welsangeln entwickelt. Preislich liegt es mit rund 450 Euro nur wenig unter dem Topmodell. Das dritte Belly im Bunde ist das Outcast Fishcat 4 Deluxe. Das insbesondere für Fliegenfischer konzipierte Modell verfügt über eine höhenverstellbare Schnurablage. Mit nur 6,4 Kilo ist es besonders leicht. Aber ist der recht hohe Preis von 399 Euro gerechtfertigt? Seit letztem Jahr bietet auch Rapala Bellyboote an. Das Floattube 140 ist recht gedrungen, hat eine Tragkraft von 140 Kilo und kostet 299 Euro. Die Firma Hart hat langjährige Erfahrung in der Herstellung von Bellybooten. Das Sicario Hybrid ist als kleines Boot für den schnellen und unkomplizierten Einsatz konzipiert. Es kostet 299 Euro. Bevor es aufs Wasser geht, muss Georg aber erstmal die ganzen Boote aufbauen. Sollte ja nicht so kompliziert sein, sollte man denken. Ausklappen, aufpumpen und fertig. Aber natürlich gibt's dann doch ein kleines Problem. Die Pumpen sind nicht untereinander kompatibel und wer so doof ist, eine zu Hause zu vergessen, der muss den guten alten Lungenblasebalg nehmen. Kleiner Tipp, Montage des Heckspiegels. So prall wie das jetzt aufgepumpt ist, kriegt man den nicht mehr ran. Ihr müsst den also montieren, bevor das Boot aufgepumpt wird. Alter, was ist denn das hier? Alter, hier muss das... Nee, funktioniert nicht. Funktioniert aber schließlich doch. Und so kann er ein Belly nach dem anderen fertigstellen. Das Rapala Floattube hat er schon längere Zeit im Einsatz und hatte schon vor dem Dreh die Schläuche eingesetzt. Das ist auch gut so, denn der erste Aufbau ist ziemlich kompliziert. Danach muss er dann aber nur noch aufpumpen. Und fertig. Das Unicat ist direkt aus der Kiste innerhalb weniger Minuten einsatzbereit. Alles erklärt sich von selbst. Da kann sogar Georg nichts falsch machen. Am schnellsten und einfachsten fand Georg den Aufbau des Hart Sicarios. Hier müssen lediglich die Schläuche aufgepumpt, der Sitz eingelegt werden und schon kann es losgehen. Ähnlich ist es beim Fishcat. Wieso Georg hier allerdings den Sitz mit dem Mund aufpusten musste, versteht er auch nicht. Das klappt zwar, ist aber etwas umständlich. Alle Bellys sind aufgebaut. Das einzige, wo es eine Beschreibung gibt, ist das Fishcat. Da hätte ich sie allerdings nicht gebraucht. Wo ich mir eine Bedienungsanleitung gewünscht hätte, ist beim Floattube von Rapala. Da ist der Aufbau so komplex, das hat ein eigenes Video verdient. Findet ihr in der Beschreibung. Bei den anderen Bellys ist der Aufbau selbsterklärend. Das erste Zwischenfazit: Zu allen Bellybooten kriegt ihr Zubehör.
Hier beim Topmodell von ZEG ist aber schon eine ganze Menge dabei. Ihr habt einen Rutenhalter, ihr habt einen Echolothalter, ihr habt Ruder dabei, ihr habt einen Heckspiegel für einen E-Motor. Das ist schon sehr viel Ausstattung, was ihr in der Standardausführung bekommt. Wie allerdings die Halterung für die Geberstange montiert wird, habe ich jetzt so nicht rausgefunden. Da müsste ich nochmal im Internet nachgucken, wie das montiert wird. Teuer ist gleichbedeutend mit viel Ausstattung. Denkste. Kommen wir hier zum Unicap von Sänger. Das kostet nur 30 Euro weniger als das von ZEG und kommt im Vergleich ziemlich nackig daher. Da habt ihr nämlich in der Grundausstattung nur die beiden Taschen. Da achtet aber drauf, dass ihr passende Boxen mitnehmt. Meine Box hier passt in die Tasche nicht rein. Rapala ist das einzige Bellyboot, wo ihr schon in der Grundausstattung ein paar Flossen mitkriegt. Da gibt es sicherlich bessere, aber damit könnt ihr zumindest schon mal loslegen. Was ich außerdem besonders bemerkenswert finde, ist hier, dass ihr die Schläuche nachträglich austauschen könnt. Das heißt, wenn dann doch mal irgendwann ein Loch drin ist, tauscht ihr den Schlauch aus und müsst nicht aufwendig das ganze Bellyboot reparieren. Bei dem Bellyboot von Hart sind mir hier die großen Taschen besonders positiv aufgefallen. Da passt eine Menge rein. Und was ich auch schön finde, ist dieser große, hohe Schaumstoffsitz. Der ist ultra bequem und macht bestimmt auch beim Ansitzangeln an Land eine gute Figur. Last but not least das Fishcat 4 Deluxe. Hier sind die Taschen nicht aufgesetzt, sondern fest vernäht. Achtet auch hier drauf, dass ihr eine passende Box mitnehmt. Meine passt hier zum Beispiel nicht rein. Und da sich das Bellyboot hauptsächlich an Fliegenfischer richtet, gibt es in der Grundausstattung schon einen Tisch zum Ablegen der Fliegenschnur. Und da integriert ist eine Scale in Inch. Der Transport von den Bellybooten ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt euch alle Modelle auf den Rücken schnallen. Das leichteste ist hier das Fishcat mit 6,4 Kilo, dicht gefolgt vom Hart und vom Rapala, das ich hier schon umgeschnallt habe. Damit könnt ihr wirklich Kilometer weit am Strand oder am Ufer entlang laufen. Viel Zubehör hat natürlich sein Gewicht. Mit dem Heckspiegel wiegt das Bellycat von ZEG stolze 18 Kilo. Wenn er den nicht braucht, lasst er den natürlich zu Hause. Dann wiegt das Boot aber immer noch 12. Und ich teste einmal, ich hatte es vorhin schon mal auf der Schulter. Ihr seht, es geht, aber ich bin auch ehrlich, damit will ich jetzt keinen Kilometermarsch hinter mich bringen müssen. Aber die Wahrheit liegt auf dem Wasser. Um sich ein abschließendes Urteil erlauben zu können, dreht Georg mit jedem Bellyboat ein paar Runden und angelt. In dem Sicario Hybrid sitzt man etwas erhöht. Das war für Georg anfangs etwas ungewohnt, aber dafür bleibt der Hintern trocken. Das Boot ist sehr wendig und leicht zu manövrieren. Das Unicat ist extrem kippstabil und so bequem wie ein Sofa. Damit würde sich Georg sogar bei etwas Wellengang aufs Wasser trauen. Genauso verhält es sich mit dem Bellycat von ZEG. Georg ist ein großer Fan von Rudern. Damit kommt er auch an entfernte Plätze, ohne vorher 3 Wochen trainieren zu müssen. Das Fishcat überzeugt durch seine Wendigkeit und die gute Wasserlage. Für Georgs Geschmack dürfte die Rückenlehne allerdings ein klein bisschen höher sein. Zum Schluss das FT140 von Rapala. Das liegt etwas tiefer im Wasser. So wird zwar der Hintern etwas nass, aber erstens hat Georg ja eine Warthose an und zweitens fühlt er sich darin sehr sicher. Kommen wir zum Fazit. Wir haben jetzt die Bellyboote mehrere Stunden getestet. Und alle Boote haben Vor- und Nachteile. Es kommt, wie so häufig, darauf an, was ihr damit machen wollt. Habt ihr viel Gepäck? Habt ihr ein Echolot? Und wenn ihr vielleicht sogar auf Wels fischen wollt, dann empfehle ich euch das Bellycat von ZEG. Da ist schon sehr, sehr viel in der Grundausstattung dabei. Es ist sehr angenehm zu fahren. Insbesondere die Ruder haben mir sehr gut gefallen. Und ihr habt auch Platz vorne für eine Kiste. Also groß, geräumig, aber eben auch ein bisschen schwer.
Wenn euch das Gewicht stört und ihr lieber mobil unterwegs seid, dann kommt eins der drei leichteren Modelle in Frage. Das Fishcat ist eher was für Fliegenfischer. Heißt, ich persönlich als Spinnfischer würde mich zwischen dem Hart und dem Rapala entscheiden. Und bei mir persönlich hätte das Rapala hauchdünn die Nase vorne, weil man da ein bisschen tiefer sitzt. Aber auch das ist Geschmackssache. Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch auch lieber ein bisschen höher sitzen, weil da kriegt man nämlich keinen nassen Hintern. Ihr seht, viele Vorteile, viele Sachen, die Geschmackssache sind. Am Ende müsst ihr gucken, was zu euch passt. Viel Spaß mit den Bellybooten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.